Moin Moin, hier ist der Last Voodoo Man und heute spiele ich Hammerwatch mit meinem Kumpel Stromski und Kumpel vom Kumpel sozusagen, Gnomenlied. Moin Moin. Moin Moin. Sehr schön. Ja, wir wollten eigentlich schon letzte Woche machen, was Lars? Ja. Und ja, da ist er leider sehr krank geworden, hat den ganzen Tag verschlafen und ich dachte schon, er sei tot oder es sei die Freundin, wie auch immer. Ja, freut mich, dass Gnomenlied dabei ist, ne? Hallo! Nicht lang schnacken, Kopfnacken, ich drück Start. Macht noch eure Klassen. Wollt ihr beide Paladin oder? Nee. So. Ja, ich bleib bei Paladin und die anderen spielen, was sie noch nicht gespielt haben. Ich auch natürlich auch, wäre nichts Schönes dabei, ne? Wir spielen auf Hard, also haben wir vielleicht eine kleine Herausforderung, ne? Okay, ich drück Start. Ja, dann drückst du Start. Alles klar. Oh no! Lass mich jetzt nur noch mal klarkommen. Okay. Aha, ein Dolch oder sowas? Ja, der Dolch, der hat einen Gift-Effekt. Wenn du einen Gegner damit triffst, dann machst du so einen richtig schönen AI mit. Okay. Gib mir gerade mal eine Sekunde, der hat meine Tastatureinstellungen alle. Oh, ich dachte schon, es laggt oder sowas. Entfernt. Ach, du spielst ja mit Controller, ne? Ja. Ich liebe dieses Drehen einfach. Wusch. Zeit habe ich übrigens mitlaufen. Sehr gut. Okay, fangen wir an. Okay, ich kann so Bomben legen. Also ich bin jetzt so ein Bogenschütze. Oh, Bombe. Bogenschütze, oh. Hexenmeister und Paladin ist eigentlich nicht schlecht. Als Combo. Best Combo ever! Friendly Fire ist nicht an, aber ich glaube, das konnten wir noch gar nicht aktivieren, ne? Ich habe zumindest nichts gesehen. Mein Mana. Haben wir auf schwer gestellt? Ja. Ja. Okay. Na gut, die Standard-Creeps halten sowieso nicht so viel aus, ne? Nee. Nee. Darf sie halt nicht hitten lassen, ne? Das ist die Sache. Das macht immer so böse Aua. Also ich sehe auch euer Leben unten, ist echt ganz nett gelöst. Ich finde die Bomben jetzt relativ langweilig um Bogenschützen. Ist auch schön hier mit dem Paladin, wenn der seine sein Dash macht, dann kommt man schön hinterher, wenn ihr weitergegangen seid. Hm. Sein ist das ein Skill oder was von ihm? Ja. Der hat dann so eine Sturmattacke. Genau. Ah. Hast du mein Let's Play nicht gesehen? Nee, ich hab mir das ist so, immer so ein Spiel, was ich mir selber aufheben möchte, weißt du? Ja, das kann ich verstehen, ne? Ja, du kannst ja bei mir jetzt den Warlock gucken, jetzt wo du ihn selbst spielst. Ich hab den auch halt zum Anspielen gehabt. Ah, okay. Dann siehst du ein bisschen, was der so kann. Wisst ihr, ob das Gold geteilt wird? Schauen wir mal. Genau, wir haben alle gleich viel, also wird's geteilt. Vermutlich werden auch die ganzen Power-Ups geteilt. Okay. Wo sehen wir denn, wie viel Gold wir haben? Tab drücken. Drück auf Map. Auf was? Tab. Map. Was ist mal du die hast. Options? Tab. Tab. Controls. Rebind. Ach, Tab. Ah. Ach du Gott. Wow. Die Map ist ziemlich cool gemacht, finde ich. Mir gefällt die. Mhm. Das ist schon Diablo-mäßig. Passt aber nicht zum Rest des Spiels so wirklich, ne? Aber ich finde, man hat die perfekte Übersicht. Also ich finde es von der Karte her wirklich von der Übersicht her perfekt. Das auf jeden Fall, ja. Oh! Was ich so eins. Links ist ein Schlüssel. Bist du rausgeflogen? Ich bin gestorben. Das ging jetzt verdammt schnell. Also lasst euch nicht einkreisen. Echt? Bloß nicht. Das ging ganz schnell. 2-3 Hits und ich war tot. Okay. Ich dachte, du wärst rausgeflogen, weil du einfach weg warst. Also man hat so irgendwie ein paar Sekunden, wo man gerade respawnt. Okay. Kriegt man eigentlich irgendwie eine Penalty oder sowas? Also eine Strafe, wenn man stirbt? Man verliert Leben. Das ist genug Penalty, würde ich sagen. Okay. Und halt, wenn man halt im Koop unterwegs ist, ne, dann ist man erstmal für ein paar Sekunden weg. Außerdem respawnt man einen Checkpoint. Ach die, bloß weg da. Hilfe! Ach so, du kennst das Spiel ja noch gar nicht. Ne, so ein bisschen schon, ja. Die Viecher spucken, also die Gelben, die machen die Giftprojektile, die sind ziemlich eklig. Okay. Die Weißen sind nicht so schlimm, da kann man, glaube ich, die Geschosse mit einem Nahkampfangriff blocken. Ja, der Paladin blockt die generell auch sehr stark, aber ich weiß nicht, ob der Warlock das auch kann. Und diese Äpfel hier kann man was, kriegt man Leben zurück. Kannst du ja echt mal welche schnappen da unten. Das habe ich schon mitbekommen, ja. Da unten sind noch 3 Stück, deswegen. Hier ist so ein Checkpoint. Und es ist halt so, wir haben oben noch 5 Angst und wenn die alle weg sind, dann... Ach, das muss erst hier nach links gehen, da haben wir was vergessen.
Wir teilen uns das mit den Angst quasi. Genau. Also, ich glaube schon, ja, ich habe nur 5. Ich habe auch nur 5. Ja. Oh, es gibt auch Trading Cards, sehe ich gerade. Ja, die gibt's. Jedes auch. Spiel mit Trading Cards ist ein gutes Spiel. Ich verstehe das nicht ganz so. Ich habe ein paar Trading Cards verkauft. Nicht verkaufen! Du musst damit aufleveln im Steam Level. Ach, interessiert mich alles nicht. Du kriegst eh nur so 20 Cent pro Karte oder sowas maximal. Du, ja, kriegst, eben. Du kriegst da, also wenn du ein Level schaffst, kriegst du zum Beispiel Coupons für andere Spieler. Okay. Oder halt so Hintergründe und sowas und Emoticons und die kannst du manchmal halt auch verkaufen. Stopp machen. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass die Wände manchmal zerbrechlich sind. Hier ist es zwar gerade nicht so, aber es ist mir gerade eingefallen, wenn ihr Risse in den Wänden seht, dann auf jeden Fall mal draufhauen und gucken, ob da was ist. Ja. Und hier ist eine Planke, von der der Kerl da redet. In der Wand verstecken. Jetzt zeige ich euch mal, wo man das kriegt. Na, die habe ich letztes Mal nicht gekriegt. Lars weiß es schon, er hat mir mein Angespielt angeguckt. Ich weiß jetzt nicht mehr. Okay, Strange Planks, und warum? Wir müssen also Planken sammeln. Die sind, glaube ich, fürs Ende wichtig, ja. Ich weiß es selbst noch nicht. Die sind guck mal hier, wenn ihr mal herkommt. Hier in diesem Loch, da gucken manchmal Augen raus. Ah, da ja. Und wenn man jetzt hier reinkommt, siehst du? What the fuck? Hey. Okay. Ja, es gibt so viele Geheimgänge und sowas. Muss man echt die Augen machen. Ja, es gibt eine ganze Menge davon. Also ich habe mir das LP von Lars angeguckt. Ja, okay, Vendor-Coins werden auch geteilt, das ist gut. Vendor-Coins ist, und er hat halt Rabatte sehr viele bekommst. Geheimnisse übersprungen. Aber es liegt halt darin, dass er nicht das Auge dafür hat. Und ich habe wahrscheinlich auch eine ganze Menge übersehen. Für mich sieht das alles gleich aus, also wenn er irgendwie ganz selten ist. Ich bin ein alter Zelda-Veteran, ich habe ein Auge für sowas. Ich finde den Ranger bisher relativ langweilig. Auf die Mütze geben. Muss ich sagen. Oh yeah. Sehr ereignislos bisher bestimmt. Wir müssen am besten hier links rein. Wir sollten eigentlich immer alles, was Gold ist und so weiter, mitnehmen. Das brauchen wir wirklich für die Upgrades. Hier ist eine Vendor-Coin, deswegen. Mhm. Ja, hier rechts ist auch der erste Händler. Dann können wir mal gucken, ob die Power-Ups geteilt werden. Ich dash mal durch. Bleib mal da. Okay, ich bekomme jetzt Combo und ihr guckt mal, ob ihr die Combo-Leiste kriegt. Nee. Nicht der Fall. Ich hab's ja selbst nur. Ich find's lustig, dass ich gerade den Tipp per Schuss aktiviert hab. Boing. Habt ihr noch das Geld? Ja, ihr habt noch das Geld. Ja. Achso, wir haben wir bekommen alle das Geld, aber. Ja, das ihr müsst es alle einzeln kaufen. Das ist dann wahrscheinlich nur gut dafür, damit ihr, keine Ahnung, andere Skillung sozusagen bekommt. Ja, wenn man selber entscheiden kann, ne? Mhm. Combo, sehr schön. Dann würde ich sagen, ich gehe auf komplett Verteidigung fürs Erste. In der Selbstheilung und sowas, ne? Ja, genau. Und ihr seid ja hier die Damage-Gruppen. Scheiße, macht das Schaden. Damage-Klassen. Mhm. Und damit, weil ich halt der einzige Nahkämpfer bin, ist es halt besser. Ja, gerade beim ersten Boss wird das auch noch sehr interessant. Auf jeden Fall, und wir müssen uns dann eine Taktik zusammenlegen. Weil ich es noch nicht so ganz verstanden habe, du bist ja ständig an diesen Bomben gestorben. Ja, in meinem allerersten angespielt, mit dem Magier. Aber der stirbt ja sowieso ganz schnell. Aber ich weiß nicht, ich hätte so eine Bombe nie erwischt, ich finde diesen eigentlich unheimlich hell. Hast du so einen extrem dunklen Bildschirm? Ich habe eine Zeit lang den Bildschirm nicht sonderlich gut eingestellt gehabt. Jetzt geht's mittlerweile. Okay. Ja, wollen wir runter? Ja, sicher. Okay. Dann würde ich vorschlagen, wie viel Geld haben wir jetzt? 500. Dann gehen wir bei 700, sage ich nochmal, zum Händler zurück. Jetzt schon zurück? Ich würde eigentlich auf den nächsten warten. Weil du am Anfang halt ziemlich geile Attack und so weiter auch boosten kannst. Das ist, glaube ich, wichtiger als die Kombos. Die Kombos würde ich erst noch ein bisschen mit warten. Ja, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, was genau der verkauft, deswegen... Ich glaube, die Kombos sind halt, wenn wir zu dritt sind, viel, viel schwerer zu kriegen. Die Kombos kriegst du, wenn du ganz schnell 10 Monster tötest, im Prinzip. Ja, genau, das. Und wenn wir zu dritt sind, ist es, glaube ich, viel schwerer als alleine. Deswegen, wann schalte ich denn meine anderen Skills frei? Die musst Keine du Ahnung, auch, ich hatte die bis jetzt noch nicht. Auch über den Händler dann, oder was? Ja, die musst du auch kaufen. Ja. Ich hatte ja schon welche. Mist, zu wenig Mana. Schon wieder gestorben. Okay, diese fetten Dinger, musst du aufpassen. Die spawnen nämlich die ganze Zeit welche. Denk die mal ab. Ich würde mir vorschlagen, wir machen das jetzt Taktik so: Ich renn rein, pull alles und ihr versucht das alles wegzusnipern, während es mir hinterherläuft. Okay. Du sollst den Schüssen leider ausweichen die ganze Zeit. Ach du Scheiße. Oh, aber es klappt bei den Maden nicht so gut mit dem Weglocken. Oder gar nicht. Liegt immer noch ein Abwehr rum zu berichten, oder? Wir müssen echt aufpassen, dass wir nicht die ganzen Angst verbrauchen. Weil der erste Boss ist echt nicht. Schwach. Ja, also ich muss mich da auch immer an die Schwierigkeitsgrade gewöhnen.
Ja, auch normal fand ich ihn nicht leicht. Also der erste Boss ist aber echt hart. auf normal habe ich mich, habe ich wirklich immer genug Leben gefunden. Ja, wenn wir zu dritt sind und der erste Boss macht halt so eine AE. Und wenn wir das ja, nicht stimmt. richtig timen, dann werden wir alle erwischt und dann sind wir okay. alle super schnell platt. Aber okay, wir mir dann erstmal anschauen. Eine Rune für den ersten Boss. Und davon müssen wir bei jedem Boss, glaube ich, drei aktivieren. Und das gilt es. Achtung! Die Viecher halten eine Menge aus, also am besten weglaufen, einmal, zweimal draufhauen und dann wieder weg. Mhm. Voll lame, wenn ihr schon alles wisst, ey. Oh. Ja, wir gehen, könnt ihr die Tipps geben, das ist ja nicht schlecht. Aber wir sind aber ja so nicht so weit, also. So, Achtung, können wir gar nicht rumfluchen. Hier stehen bleiben am besten. Äpfel, hier, ich lasse mal einen über. Nee, nimm du, du hast am wenigsten Leben. Ich hatte gerade weniger, nein, nur 17. Mein Apfel! Lass ich also nicht. Ich habe jetzt nach dem Apfel nur zwei Leben mehr zu. Sehr ruhig. Was war meiner? Die sind verdammt schnell, irgendwie, die kommen mir viel schneller vor als vorher. Was war in dem Geschenk? Ich habe keine Ahnung. Das ist ein Achievement, man soll 24 davon sammeln insgesamt. Ach so. Und mehr weiß ich auch nicht. Okay. Aber das kannst du in jedem Game machen. Okay. Das heißt, du kannst ein Nebenspiel machen mit was weiß ich für einem Charakter. Und das zählt dann für das Achievement. Ja, vielleicht einfach ein Gimmick. Ja. Also einfach insgesamt irgendwie 24 von den Dingen. Ja, genau. Ja. Okay. Aber wie du schon eben sagtest, genommen. Vom Zeichenstil her einfach super das Spiel. Definitiv, ey. Und vor allen Dingen in die kleinen Sprites auch so viele Details reingepackt, ne? Mhm. Und super. Kleine dicke Paladin. Ein anderes Spiel, was ich demnächst angespielt hatte. Guacamelee, kennt ihr das? Vom Namen. Ja. Das ist so cool, da sind viele. Ah, scheiße. Schieß mal eben das Ding da mit dem Lappen. Da sind schön viele Referenzen drin verbaut. Aber das mochte ich gar nicht vom Stil her. Das war mir so. Ich fand das total Hammer. Geht auch nicht kaputt. Also, nein, fuck. I'm dying. Oh no. Was ist das vergiftet? Wieso geht das Ding denn nicht kaputt? Ach du Gott, jetzt muss ich euch wiederfinden, ganz vom Anfang. Okay. Achtung, geh mal ein bisschen zurück, Lars. Lass mal so weit weggehen, dass dann nicht mehr respawnen hier die Viecher. Das Ding kann nicht mehr viel Leben haben. Ich hab da schon so viel reingeballert. Ich hol mir das jetzt. Ich sehe da überhaupt keinen Schaden dran. Doch, ich krieg die ganze Zeit Schaden durch meine Schüssel. Was ist denn, wenn alle Angst weg sind? Ist das Spiel vorbei oder was? Ja, dann ist wohl Game dann Over. Dann denke ich mal. Ach du Scheiße. Schaffst du es? Strom, finden? Du hast weniger HP als ich. Nimm dir den Apfel hier mal. Du müsstest übrigens, wenn du Tab drückst, sehen, wo wir sind, oder? Ja, ich bin so um WL. Ups, weg da. Also das mit den Rangers ist ja klasse, dass der nur mal so eine hohe Reichweite hat. Wie lange machen wir denn die erste Folge? Keine Ahnung. Also ich habe jetzt eine ganze Menge voraus aufnehmen müssen, weil ich diese Woche meine Capture Card und mein Headset in Austausch gebe zu Amazon. Also ich finde immer so 20 Minuten zurück. Perfekt eigentlich für eine Folge. Ja, und denke ich auch. Ja, aber wenn wir jetzt eine... Ja, schauen wir mal, wie gesagt. Wolltest du dich mit Verabschiedung machen? Na, wenn dann richtig, oder? Ja, komm mal. Also ich würde einfach bei einer kompletten Sitzung, wenn wir fertig sind, verabschieden. Ah, das war aber knapp mit dem Schuss gerade. Ja, ich verabschiede immer. Okay. Ja, machen wir doch. Können wir ruhig machen. Ja, okay. Wenn das dein Stil ist, dann können wir auch so weitermachen. Ist auch schöner. Also, ich bin aber auch komplett flexibel. Also, mir ist das komplett Wumpe. Nee, schon gut. Was ist das denn? Eine Drachenmade da oben oder wann? Oh ja, die sind fies, die schießen drei Teile statt nur einem. Ja. Den Apfel zu mir lassen sollen. Das war eine Oranje. Achtung, aber die halten einen komplett voll. Achso, okay. Falls ihr euch wundert, warum ich ein bisschen so weiter weg eiere, ich gucke immer auf die Wände. Falls ein Geheimnis ist, möchte ich das sehen. Muss echt ausweichen, das ist ganz wichtig beim Spiel. Das Problem ist, ich muss auch so nah ran, ne? Okay, weg. Schön weit wegpullen. Genau, der Klaske vom Hexer, der ist echt super dafür. Okay. Und die Diamanten, die du einsammelst, das ist halt Mana. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Okay. Habt ihr nicht so die größten Probleme, ne? Nee, ich kann nur diese scheiß Pumpen liegen. Ich würde sagen, einer macht jetzt die Schalter. Soll ich, oder? Ja, eigentlich war das relativ simpel. Okay.
Hier, warte, wir müssen einfach hier erstmal. Nur einer, bitte. Ja, klar. Ich würde ein bisschen. Kann so. Ich jetzt? Oder mach jetzt ja, komm mal anderes. Rüber. Ja, hey, wir haben. Ups. Bank. Scheiße. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Irgendwer muss drüber gelaufen sein. Wahrscheinlich, ich bin wahrscheinlich nur irgendwie ein Millimeter oder ein Pixel oder sowas zu weit. Du musst nach rechts drücken. Ja. Zum Glück haben wir hier einen Ank gefunden. Ja. Na, ein Ank von dreien, die ich bereits verbraucht habe. Ist ein tolles Gefühl. Nee, einen habe ich auch schon verbraucht. Oh fuck. Oh fuck. Ich habe irgendeinen Schalter gedrückt. Ja. Also ich kann mir nicht erklären. Ich meine, ich war genau zwischen den Schaltern. Ich habe es nicht gesehen, ehrlich gesagt. Da oben, ganz in der Ecke, wo ihr gerade drin wart, da war, glaube ich, ein Geheimnis, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe gerade... Ah ja, hier. Genau. Wo denn? Wo denn? Da bei den Augen. Geh mal da durch. Aha. Wendercoin. Manchmal gibt es aber auch so Fallen bei solchen Geheimgängen. Habe ich auch schon gehabt. Muss man echt aufpassen. Ja, das sind dann diese Schalterrätsel, wa? Mhm. So, jetzt aufpassen, dass ihr keine Schalter drückt. So schwer ist er ja eigentlich nicht. Hier geht's auch noch runter? Kommst du mit? Hier ist eine Truhe. Ja, mach auf. Alles, was da drin ist, wird sowieso geteilt. Okay, bei so einem Ranger muss ich echt aufpassen bei Gegnern. Mit dem Paladin konnte ich einfach hinten slaymäßig alles wegbremsen, aber hier mit dem muss ich echt hinten one machen. Hält nicht so viel aus, ne? Nee, und ja, besonders der Paladin blockt halt und du schießt halt relativ schnell. Ja, warte mal, wir müssen zurück. Ihr müsst zurückkommen. Wir können die. Ach ja, stimmt, der Schlüssel. Schalter unten ja, rechts. Den hatte ich eben nicht gesehen. Ja, aber ihr wart schon laufen und weitergelaufen. Da unten ist halt so ein Knopf gewesen, wenn man den drückt, dann gehen hier oben die Stacheln aus. Ah, okay. Ich verstehe. Ja, ich ärgere mich, dass ich jetzt ein bisschen als ich allein gespielt habe, aber da hatte ich irgendwie. Keine Ahnung. Gar nicht so am Schirm, dass man das auch zusammenspielen kann. Nimm dir beide. Okay. Ich dash hier mal durch. Ja, dann geht er einfach durch. Da oben sind aber so, ist jetzt so eine eingerissene Wand, ne? Genau. Das habe ich dir, glaube ich, gesagt, ne? Ach, da. Ja, hier ist ein, so ein Schalter, so ein Ding. Ihr braucht gar nicht reinzukommen. Ihr könnt es euch ja bei mir angucken. Es sei denn, ihr kommt jetzt da durch, ne? Im Grunde, man drückt auf den Schalter und man bekommt, glaube ich, 2-3 Belohnungen. Das ist immer random bei jedem Spieldurchlauf. Okay. So, mal hier einen Trank und einen Ank. So, wer will den Trank haben? Nimm du am besten. Als Tank. Okay. Das ist ein Heiltrank, also. Ach so, und die ganz extra separat benutzen dann, oder? Genau, dann siehst du jetzt bei ihm neben seinem Porträt unten. Ah ja, okay. Ich guck immer bei dir, Stromski, wie mein Leben aussieht. Ja. Das ist so die Gewöhnungssache. Was ein bisschen doof ist, wir haben ja jetzt echt ewig gebraucht, um das Spiel überhaupt ans Laufen zu kriegen, weil es irgendwie ein Problem mit dem Server beitreten gibt. Es kam immer nur einer rein und der zweite kam nicht mehr rein. Mit einem Schlag 33 Leben abgezockt. Checkpoint. Ah, sehr gut. Aber selbst die Checkpoints bringen dir halt nichts, unten. Wenn du keine Angst mehr hast. Ja, dann bist du ein bisschen down im Endeffekt, ne? Ja. Wo geht's dann weiter? Ach da. Sind die Levels prozedural oder immer gleich? Die sind immer gleich. Ich glaube auch, ja. Achtung, Riesenvieh. Zieht das mal ein bisschen zurück, bevor hier wieder... Ist schon kaputt. Was macht ihr da? Ist schon kaputt. Ja, wir machen das Hauptding kaputt. Ja, ich zieh immer die ganzen, diese vielen Ads ein bisschen weiter zurück, damit die nicht weiter spawnen. Ach, wir sind so viele, hier sind die weg. Gib ihm! Mhm. Immer ruf. Ich glaube, da spricht der Dark Souls-Spieler in mir immer ein bisschen vorsichtiger. Aber bei Dark Souls ist manchmal offensiv auch besser. Ja, manchmal. Aber nur unter Umständen. Man muss ja nicht immer. Was war das denn? Ich bin da durchgedasht. Schon wieder tot. Normalerweise ist man nämlich immun, wenn man irgendwo durchdasht. Nee, nicht unbedingt. Also, ich habe am Anfang auch gedacht, so immun wärst, aber bisschen nicht. Das ist einfach nur so, dass du ja generell eine relativ hohe Blockchance hast. Die kannst du später gleich machen. Geht hier nicht weiter erstmal. Hier ist nämlich diese eine Pflanze im Boden und die sticht in irgendwelche Pflöcke. Dann müssen wir, wenn wir hier die Viecher down gemacht haben, langsam mal einen Cut setzen. Okay. Wilde. Dann wird's nächste Folge direkt spannend mit einem echt ätzenden Gegner. Cliffhanger!
Du schießt die ganze Zeit daneben, Lars? Wahrscheinlich hat er einfach nur eine Trefferchance. So. Okay. Verabschiedung. Warte, man kann auch stehen bleiben, so. Hey. Ja, dann danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part. Auf Wiedergenommen. Bis dann. Ist das so dein Wort Wiedergenommen? Ja, ja. Cool.